herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Privatfernsehen. Und jetzt geben wir unser Franz Lammer. Anarchie Franz. Franz Solo, Anarchie Solo. Also, ich hab mich schon immer total gerne Schmirella aufs Brötchen geschmiert. Ja, ich möchte etwas bestellen. Einmal Pizza Tenno. Wie ausgemacht! Das Dr. Hanuterheim. Wir sind doch nicht bekloppt. Asoziales Pack. Das ist kein Jim Beam. Ja, Sie hatten ja auch Milch bestellt. Haben Sie eigentlich das Wort Privatfernsehen erfunden? Und so schwer ist das ja nicht, ne? Ich würde gerne auch mal ein bisschen über Politik reden und über so Sachen. Finde ich ganz gut. 3,0% Ja, an der Staatsverschuldung. Das ist falsch. Nein. Doch? Wir Schwarzen, wir müssen zusammenhalten. Ja, das ist also mit Verlaub gesagt scheiße. Und wie das Publikum reagiert hat, nämlich Beifall gegeben hat, war auch scheiße. Ich komme mit auf dieses verdammte Bild. Und wenn es dreimal scheiße aussieht. Oder haben die beiden bei dem Plakatfototermin gesagt, hier dürfen nur geschiedene Männer drauf? So Leute, ist nicht ab mit den Kameras, ne? Komm, ein Stück Fairness gibt's hier, ne? Glauben Sie, dass der nächste deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder heißen wird? Man muss sich das mal vorstellen. Nie zuvor war ein Mensch gleichzeitig in zwei Jahrtausenden deutscher Kanzler. Kann man sich gar nicht vorstellen. Da wird man doch bekloppt bei. Jei, 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 dieser Kohl. Bis zum Jahr 2002 deutscher Kanzler. Und warum? Weil er es so will. Der Kanziloraptor. Im Kampf mit dem Theosaurus Rex spricht er das, was die Verhaltensforschung als Machtwort kennt. Immer und immer wieder. Nur noch übertroffen von dieser Horrorvision. Die fünfte Periode. Scheiß Arbeitslosigkeit. In Zukunft nur noch mit Doppel-S. Am heutigen Freitag erwirbt dieser Mann vom Bund für einen Tag das Gewaltmonopol des Staates. Opel-Vorstand David Herrmann, kommen Sie herunter. Wir möchten uns entschuldigen. Come down. We are sorry for Industry Spy. Darüber hinaus fürchtete Erwin K. die gefürchtete Amputation seines Gesäßes. Ich möchte unpolitisch alle diejenigen erreichen, die gegen den, die für den Euro sind, die gegen den Euro sind. Hurra! Hurra! Privatfernsehen hat ein Fußballteam. Wir nennen das Bündnis. Bündnis für Fußball. Prima! Die Luftwaffe wolle eine Boygroup gründen, die Air Force Boys. Nach dem Riesenerfolg von Schweinevideo 1, bedauerliche Einzelfälle, und Schweinevideo 2, mehr bedauerliche Einzelfälle. Ich möchte ehrlich sein, wir haben in der Redaktion lange darüber nachgelacht, ob wir Ihnen diese Bilder zeigen können. Und schließlich gesagt, na klar, wenn es Quote bringt. Die Paparazzi sind erbarmungslos. Wir wünschen Frauke und Monika alles, alles Gute. Und das meinen wir aufrichtig. Ein Arzt hat gesagt, er ist eben zurück im Kopf. Der andere wollte mir was Nettes sagen, die haben einen genialen Zug, haben sie am Kopf. Fangen wir mit einer harmlosen Frage an. Wie klappt's im Bett? Stellen Sie sich auch die Frage. Das war gemein. Ach Gott, Sie können jetzt noch Karl den Großen zitieren. Na klar. Nur immer Geld verdienen ist es auch nicht. Aus Scheiße Gold machen, das kann keiner. Also soll die Klappe halten, heißt es auf Deutsch. Schnauze! Aua! So. Der dicke Onkel soll jetzt kommen, und zwar sofort! Hey! Gibt's voll die Parteistimmung hier! Und bis ab einem geilen Actors. I don't have no opposition. Yeah! Soll ich mir jetzt an die Eier packen? Genau, mit. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren.